Falke wurde initiiert, um Flughäfen die geeigneten Mittel an die Hand zu geben, um gegen illegale Drohneneinflüge vorzugehen. Die Deutsche Flugsicherung ist am Projekt Falke beteiligt, um die Gewährleistung der Sicherheit im Luftverkehr sicherzustellen. Illegale Drohnen beeinflussen natürlich die Sicherheit im Luftverkehr. Das Radar der Firma Hensoldt detektiert die Drohne und meldet diese an das Inzidenzmanagementsystem von Frequentis weiter. Das Inzidenzmanagementsystem von Frequentis bekommt zusätzlich von der Deutschen Flugsicherung und von UTM-Systemen Daten, damit sie dann im Anschluss illegale von legalen Drohnen unterscheiden kann. Frequentis führt im Falke-Projekt die gesamten Daten, die entstehen, zusammen und erstellt daraus eine zeitaktuelle Luftlage, Situationslage für alle beteiligten Parteien. Die Herausforderung dabei ist, diese verschiedenen Datenquellen überhaupt zusammenzuführen und daraus eine stabile Darstellung der Situation für die beteiligten Parteien zu gewinnen. Die stabile Lagedarstellung ist die Grundlage dafür, dass wir den Alarm dann auslösen, wenn er gebraucht wird. Ist eine illegale Drohne im Flugraum, wird ein Counter-UAV aktiviert und steigt auf. Wenn das Counter-UAV die illegal operierende Drohne erfasst hat, werden Bilder an den Einsatzleiter weitergeleitet. Wir sorgen dafür, dass alle Beteiligten die notwendigen Informationen zeitnah vorliegen haben und dann gleichzeitig auf die entsprechende Situation reagieren können. Dadurch reduzieren wir die Reaktionszeit für diesen Vorfall erheblich. In dieser Phase wird nun die illegale Drohne vom VADR verfolgt, bis im Inzidenzmanagement eine Entscheidung gefällt wurde. Die VADR hat zwei besondere Eigenschaften. Einmal ist es die Flugeigenschaft, die außergewöhnlich ist, und es ist der Netzwerfer, den wir bei uns im Hause entwickelt haben. Der Einsatzleiter der Bundespolizei entscheidet anhand der Bilder, ob die Drohne abgefangen werden muss. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt die künstliche Intelligenzeinheit mit ihren Sensoren die komplette Steuerung des VADRs. Die KI-Einheit bringt den VADR in eine günstige Position, sodass der Netzwerfer ausgelöst werden kann und die gegnerische Drohne erfasst wird. Die Helmut-Schmidt-Universität liefert mit der KI und den Sensoren die Möglichkeit, eine Drohne vollautomatisiert zu verfolgen und abzuschießen. Nachdem die Drohne erfasst wird, kann sie an einen sicheren Ort abtransportiert werden. Zielsetzung für das Projekt Falke, auch aus Sicht der Deutschen Flugsicherung, ist natürlich, dass eine Meldekette vorhanden ist, wo alle zur gleichen Zeit die gleiche Information haben und entsprechend sagen wir, die Sicherheit gewährleisten können. Frequentis verbindet Daten mit den agierenden Personen, um zeitnah auf einen Drohnenvorfall zu reagieren. Nachprüfungen der Bundespolizei kann dann der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. Ja, das Ziel des Feldversuches war, dass wir die verschiedenen Systemkomponenten zusammenschalten und in ihrer Interaktion überprüfen. Das ist uns in diesen wenigen Tagen gut gelungen und wir sind jetzt optimistisch, dass wir dieses System, so wie wir es hier am Flughafen haben, auch als Blaupause dann für andere Flughäfen hier in Deutschland nutzen können.